Hallo, liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir. Oder willkommen zurück auf dem Kanal, auf dem ich manchmal uploade. Richtig gehört. Hier wird manchmal geuploadet. Auf jeden Fall, heute zeige ich euch ein Custom. Was meint diese Frau? Man weiß es nicht. Ich habe mir auf eBay Kleinanzeigen diesen gebrauchten, wunderschönen Jordan 1 High Desert Sand gekauft. Der Schuh ist schwarz. Die Sohle ist, keine Ahnung, so leicht Vanille-mäßig. Ich werde diesen wunderschönen Schuh hier, wunderschön, werde ich zu einem Shattered Backboard 3.0 umwandeln. Weil ich mag Orange gerade und weil ich noch ein bisschen von der Shadow Backboard Farbe übrig habe. Und ich mir so denke, ja, warum nicht, ne? Auf jeden Fall passt die Sohlenfarbe von dem Schuh perfekt. Darum dachte ich mir so. Der Schuh ist von 2018. Da habe ich gerade nicht reingeguckt, um mich nochmal richtig daran zu erinnern. Darum schneide ich das wahrscheinlich raus. Ich weiß es noch nicht. Und er ist eigentlich noch in ziemlich guter Condition. Das Einzige, was ich machen musste für die Vorbereitung, dass ich alles auf Camera gemacht habe, weil es eigentlich zu langweilig ist, ist, dass ich den Schuh einmal gewaschen habe. Easy breezy. Easy breezy. Und ja, jetzt sind die Schuhe bereit. Und was ich machen werde, ist, ich werde euch mitnehmen. Das ist kein hundertprozentiges Tutorial jetzt, weil das würde sonst zu lang werden, glaube ich. Und whatever. Die Farben, die ich benutzen werde, sind von Angelus. Ich werde die Collector's Edition von dem Shattered Backboard benutzen. Also Farbe Orange ist schon vorgemischt. Flat Black, matte Schwarz. Duller werde ich benutzen, um die Farbe noch mal weiter runter zu mattieren. Und am Ende werde ich das mit mattem Acrylfinisher auch von Angelus besprühen, da ich meine Airbrush benutzen werde. Ich bearbeite gerade das Video und ich habe irgendwann nicht mehr geairbrushed. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, das alles abzutapen. Und habe mit dem Pinsel weitergemacht. Also wundert euch nicht, falls ich hier jetzt Müll laber und das nicht mit rausschneide. Okay, es geht weiter. Habe ich noch mehr zu sagen? Eigentlich nicht, nein. Vorbereitung und so schneide ich wahrscheinlich auch raus. Das würde ein bisschen zu viel Zeit fressen. Um es einfach nur kurz zu halten, ich werde den Schuh mit Sandpapier runterschleifen, beziehungsweise ich werde den Schuh mit Sandpapier bearbeiten, mit einem Scheuerschwamm und Aceton und am Ende nochmal mit Aceton. Werde ich die Sohlen abkleben, dies, das, jenes, und dann kommt die Farbe rauf. Und das war es eigentlich auch schon. Falls ihr dazu mal ein Video sehen wollt, wie man als Beginner, als Anfänger Schuhe customizen will oder was, auf was man achten soll, dann schreibt mir das in die Kommentare. Kann ja sein, dass es euch interessiert. Und dann mache ich da mal ein Video zu. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe jetzt schon 5 Minuten gelabert. Ja, viel Spaß mit dem Video. Ja, und dann sehen wir uns gleich. Viel Spaß. Thank you.
It's not a game, it's a ranch team.